Wer die besten jungen Wissenschaftler aus aller Welt gewinnen will, muss ihnen etwas bieten. Die Medizinische Hochschule Hannover ist hier hervorragend aufgestellt mit der Biomedical Research School, an der junge Mediziner und Naturwissenschaftler interdisziplinär ausgebildet und gefördert werden. Subhashree Mahapatra ist Inderin. Wie alle Stipendiaten der Exzellenzinitiative hat sie in mehreren Tests, Interviews und einem persönlichen Profiling ihre besondere Eignung bewiesen. Wer dieses wirklich durchsteht und es hierhin bis zu uns schafft, der ist mit zu den Besten gehörig. Subhashree Mahapatra ist 23 Jahre alt und hat in Neu-Delhi Biotechnology studiert. An der Research School in Hannover erforscht sie die Störung neutrophiler Fresszellen, weißer Blutkörperchen, die ihren Beitrag zur Immunabwehr nicht erfüllen. Ein genetischer Defekt, über dessen Ursachen die Medizin noch zu wenig weiß. Wenn man hierher kommt, taucht man sofort in das internationale Umfeld ein, indem man unterschiedliche Leute, neue Techniken, die neuesten Geräte aus verschiedensten Forschungsfeldern antrifft. Jeder kann sich ein Forschungsgebiet aussuchen und es ist unheimlich schön, Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Die Graduiertenschule bietet 3 PhD-Programme mit den Schwerpunkten molekulare Medizin, Infektionsbiologie und regenerative Wissenschaft. 60 Nachwuchswissenschaftler werden jedes Jahr aufgenommen, ausgewählt aus mehr als 800 Bewerbern. Professor Christoph Klein ist der persönliche Betreuer von Subhashree während ihrer 3-jährigen Ausbildungszeit. In den ersten 18 Monaten bis zur Zwischenprüfung bekommt die junge Wissenschaftlerin ein breites Grundlagenwissen aus dem weiten Feld der Biomedizin vermittelt. Und der erfahrene Hämatologe und Onkologe soll helfen, die vielen Aufgaben auch bewältigen zu können. Unsere Mission besteht darin, dass wir den jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern das technische und auch intellektuelle Rüstzeug an die Hand geben, damit sie in der Zukunft ihren Weg gehen können als unabhängige Wissenschaftler in ihrem weiteren akademischen Leben. Austausch mit anderen, Dialog und Kooperation, da helfen kurze Wege. Die jungen Wissenschaftler der Biomedical Research School leben auf dem Campus und werden mit monatlich 1.250 Euro unterstützt, um sich voll auf ihr Studium konzentrieren zu können. Die Studenten finden bei uns hier sehr gute Bedingungen vor an der Medizinischen Hochschule Hannover. Sie werden sehr gut sozial betreut, kulturell betreut, aber haben auch die besten technischen Ausstattungen. Wir haben die Technologien in sogenannten Core-Facilities zusammengefasst, die mit dem Weltstandard mithalten können. Ursula Ehmer hatte schon in Medizin promoviert, als sie die Ausbildung an der Graduiertenschule begann. Nun hat sie das nächste Ziel vor Augen. In einem halben Jahr macht sie ihren Abschluss an der Research School mit dem PhD, dem internationalen Doktorgrad. Ich forsche im Bereich der Pharmakogenetik. Es geht darum, es gibt Menschen, die bestimmte Arzneimittel nicht besonders gut vertragen, die und mehr unter Nebenwirkungen leiden als andere. Und es gibt Hinweise darauf, dass das seine Ursachen in den Erbanlagen hat. Und wir untersuchen diese Erbanlagen und versuchen herauszufinden, welche bestimmten Gene dafür prädisponieren, dass einige Menschen bestimmte Medikamente nicht gut vertragen. Wer von hier aus seinen Weg geht, soll fähig sein, komplexe Forschungsprojekte im Team mit anderen Wissenschaftlern angehen zu können. Deshalb pflegt die Graduiertenschule das intensive Supervising durch die wissenschaftliche Betreuungsgruppe. Insbesondere sollen auch Soft Skills wie wissenschaftlicher Diskurs und Teamleitung vermittelt werden. Das Ziel, das darf man nicht vergessen am Ende, ist, dass man einen Wissenschaftler hat, der selbstständig, dann, wenn sie hier einmal fertig ist, selbstständig eine Arbeitsgruppe führen kann, eigene Ideen in die Praxis umsetzt. Die Ergebnisse des Forscherteams hat die junge Medizinerin schon in ersten wissenschaftlichen Papern veröffentlicht. Und nur wer publiziert, macht in der Wissenschaft auch sich aufmerksam. Ursula Ehmer hat schon vor ihrem Abschluss an der Graduiertenschule den Weg eingeschlagen, der sie noch weit führen kann. Wir haben mehrere von den Abgängern, die bereits Juniorprofessorenstellen haben, die habilitiert sind und die inzwischen auch nationale und internationale Preise nach Hause bringen. Also es ist so, dass das Konzept offenbar erfolgreich ausgeht. Wer es an die Biomedical Research School geschafft hat, hat allerbeste Chancen, nach dem Abschluss seinen Traumjob in der Forschung zu bekommen.